Finde Wesemir. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd. Ach, jetzt blendet das ein. Okay. Schon von der ist ja eigentlich nicht so weit weg. Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Da haben sie ihn den Kopf abgehauen. So nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Gut, also wir gehen jetzt zu Wesemir. Biegen links ab. Folgen der halben Straße, stellen uns hier hin und sprechen mit Wesemir. Das wird jetzt hart. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Immer. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm. Genau. Wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Pause. Ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Ah, praktisch. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Oh ja. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Moment. Wo ist denn hier die Armbrust? Ich habe was. Ich habe da was weggeklickt, was ich nicht wegklicken wollte. Aha. Okay. Ich will wegrollen. So, und bevor wir umkippen, werden wir mal schnell
nicht auswählen, sondern verbrauchen. Ups. Wieso kann er denn nicht? Jetzt müssen wir doch mal das Brot austauschen. Oh, knapp. Das war knapp. Und da ist er unten. Öle, Bomben, Tränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Und dann öffne es mir zu stark. Wenn du starken Alkohol bei dir Ausrüstung hast, wird... Aha. Okay. Wo will der hin? Knapp. Zack. Zack. Na bitte. Geht doch. Uff. Das war ein Kampf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Immer.
Aha. Gut, ich muss ja wieso hier ins Inventar mal. Denn die sind jetzt gar nicht drin. Okay, das, was ich eigentlich wollte, gibt es hier gar nicht. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Dann machen wir das anders. Wir machen erstmal eine Meditation. Wir mögen den Tag. 6 Uhr. Gut, meine Tränke wurden aufgefüllt. Dann kann ich sie ja wieder hineinpacken. So, und dann habe ich ein Mutagen gefunden. Aha, man kriegt also einen Bonus dann. Ich soll das Mutagen auswählen. Na gut. Machen wir. Oh, mehr Vitalität. Das ist doch schön. Aha. Okay. Und der hat das jetzt rausgenommen? Ohne Grund. Okay. Ich soll die Belohnung abholen. Belohnung abholen ist gut, aber wir sammeln erstmal hier die Pflanzen. Nicht so schnell, Plätze. Dann gucken wir kurz auf die Karte, wo wir sind. Ah, wir sind hier. Okay. Und da gibt es auch gleich ein paar interessante Orte, die noch vor mir liegen. Irgendwo direkt vor mir. Los, lauf! Und interessante Orte besuchen wir ja immer wieder gerne. Lauf, Plätze! Ein Friedhof! Mensch! Hm, Magie, ein Ort der Macht. Da haben wir ja gelernt, Ort der Macht ist gut. Halt. Halt. So. Ups. Was soll denn das? Na? Der war einfach. Und ein Fertigkeitspunkt erhalten ist auch gut. Werden wir den mal gleich ausgeben? Die Falle ist auch sehr nützlich. Werden wir mal ausbauen. Was ist denn das da oben?
Okay. Und weil wir gerade nichts zu tun haben, spielen wir noch Gärtner auf dem Friedhof. Wir gärtnern hier ein bisschen rum. Kommt immer gut. Unkraut jeden. Gut, aber das soll jetzt reichen. Gab es hier noch einen interessanten Ort? Ja. Liegt gleich dahinter. Jetzt müssen wir nur aus dem Friedhof raus. Zwischen den Grabsteinen vorbei. Und nach hinten. Langsam. Oh oh. Ich glaube, hier gibt es irgendwas, was mir nicht gefällt. Mhm. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Okay, ich stehe auf dem Fragezeichen drauf und nichts passiert. Aber hier hinten hatte gerade mein Medaillon, glaube ich, gezuckt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Haben wir das nicht schon getan? Tja, keine Ahnung, was es da hinten für ein Fragezeichen gibt. Ich finde es nicht, obwohl ich drauf stand. Lauf, Plätze! Keine echte Ahnung. Hey, cool, man kann ja auch die Hexerfähigkeiten auf dem Pferd verwenden. Das gefällt mir. Gut, dann reiten wir mal zurück zur Garnison. Da hängen schon mal die Untoten oder Toten oder wie auch immer. Langsamer. Ja. Langsamer ist ein guter Tipp. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Stream. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob er noch funktioniert. Mein Übertragungsstream läuft nicht. Ich lade ihn mal neu. Hm. Okay, wir aktualisieren mal kurz die Seite. Ich will ja auch sicher gehen, dass ihr nachher den Stream komplett seht und nicht mittendrin plötzlich alles aufhört. Das wäre ja auch dumm. Okay. Das sieht so aus, als ob ich wieder da wäre. Okay, okay, okay. Gut, vielleicht hatte auch nur mein PC hier gerade die Verbindung verloren. Halt! Nett. Oh, halt. Da nach oben müssen wir nicht reiten. Nein, keine Steuerungsprobleme. So sieht das immer aus, wenn ich den Hexer steuere. Okay, aber jetzt kriegen wir hoffentlich ein paar Informationen über Jennifer. Was zum Teufel ist das? Robben.
Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Ja. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ah ja, ach, zeitbeschränkter Dialog gibt's ja auch. Okay. Oh, das ist sehr hart. Das knallt ja schön. Frag mich, wo der ist, den sie da auspeitschen. Und ob man den retten kann. Hier ist er schon mal nicht. Halt! Nee, anscheinend nicht. Oder ich habe ihn nicht gefunden. Ich war mal wieder untalentiert schnell genug, zur Rettung zu eilen. Gibt's hier nicht irgendwo weiter zum Sammeln? Doch. Okay, also begib dich nach Vysemir. Keswex. Da fällt mir gerade ein, ich bin noch eine Stufe aufgestiegen. Ja. Bei Stufe 4, naja, gut, 4 sind wir ja noch nicht. Also können wir das einmal aufrüsten. Okay. Ein echter Vedimi. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Gut, dann muss ich... Ach, zurück. Ja klar. Ich muss Lambert oder wie der da heißt holen. Okay, okay. Ist das richtig rum? Willst du spionieren oder feilschen? Spionieren. Wir spionieren immer. Was du anzubieten hast. Okay, okay, okay. Ja, wir haben ganz viel Blödsinn. Ich habe keine Ahnung, was man davon braucht, was man nicht braucht. Deswegen behalten wir erstmal alles und werden kurz alles reparieren, was wir haben. Ah,
Handwerksmäßig stellt der nämlich nichts her und handelmäßig hat er auch nichts. Okay. Bis dann. Dann geht's weiter. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Okay. Raus ging es hier. Mach Platz, halt! Ja, die stehen etwas ungünstig. Und die Treppe ist irgendwie zu schmal. Okay. Einmal schnell zurück. Was eben in diesem Spiel schnell ist. Open-World-Spiel halt. Lange Reisewege. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verführt. Er hat gezappelt und geschrien. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist denn das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Prost. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Na, mal schauen. Vielleicht auch nicht. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Da gab es wohl gerade einen Verbindungsabbruch. Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Dann nicht. Das sehe ich. Ein Problem. Reißt ihm die Eier ab! Zauberer! Das war falsch. Ich wollte das da endlich haben. Und wusch. Au. Ja.
Das ist nicht mehr hart. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Die Schläger haben wir angefangen. Ah. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Mach die Pferde bereit. Warum hat sie es denn so eilig? Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Jupp. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Das klingt eigentlich nicht gut. Ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Oh. Los jetzt! Was zum... Thank you.
Netter Trick. Jennifer, wir haben die... Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Okay. Auf der Suche nach Jennifer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Jen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Genau. Und sie hat uns ja auch gefunden. Hey, das ist ja wieder Anfang. Fast. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Aha. Gibt's Kleidung? Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Aber der Bart sieht doch gerade nett aus. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Ach, das ist jetzt zum Teil 2. Vorhies, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Dann sehen wir mal, ob ich mich noch an Teil 2 erinnern kann. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Ich glaube, ich hatte ihn getötet. Voltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der Lavalettes niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was ich konnte ihn, glaube ich, nicht retten. Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Wergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt.
Ich hatte Triss gerettet. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich glaube, sie ist entkommen. Oder wurde sie getötet? Oh, wie war denn das damals? Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Nun, diese Allianz ist unwiderruflich vorüber. Ich habe Leto in Loch Muin getötet. Davon hörten wir. Umso besser. Das hat unseren Agenten schwierige und schmutzige Arbeit erspart. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Immer. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind denn meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Das ist gut. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ja, so komme ich mir auch vor. Okay. Na, dann gucken wir doch mal, was gibt's denn hier Schickes? Weste. Mit Kragen. Ah, nee. Ich nehme das. Das da. Okay. Ich vermute, das muss ich jetzt einfach anlegen. Naja, wirklich hübsch ist es nicht. Na, steht schon. Steht ihm irgendwie. Schwarz steht dem Herrn. Danke. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Nö. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Coole Antwort. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Also gut. Sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben.
keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Sehr schön. Komme er mit mir? Ja. Ich folge. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich okay. Und respektvoll ausgesprochen. Immer. Imgrimi ep art kerser, deitwen adan in karn ep morvut, em hier war emreis. Verneigen. Nö. Hallo. Eure kaiserliche Majestät. Area ep to order. Evelien namin wat gern wavort. Genau. Wir verneigen uns doch hier nicht vor irgendjemandem. Wie man schon auf die Idee kommen kann. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Noch, was soll's. Doch, einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen, weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun, nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit? Kurz, knackig. Bring ihn zur Zauberin. Prägnant, nichts aussagend. Typischen Majestät. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Und es ist Nachmittag. Was soll's? Was? Normalerweise bin ich ja nett in Spielen, aber in dem Fall, naja, dann soll er bestraft werden. Hier kann man wohnen. Sehr nett. Vielleicht ein bisschen groß.
ein Chelsea, den ich die Tasse kennt, Welle de Tumewe. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Okay. Die Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Gut, reden wir mit der Zauberin. Geralt, diese Tunika, du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Ach, schade. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Wir suchen Ciri. Ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Mhm. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Mhm. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Ah ja. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Deswegen hat sie ihn angeschrieben. Aber was will die wilde Jagd von ihr? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Welche Gabe? Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Schade. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Mhm. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Die Fragen der Fragen. Warum hast du mich nicht früher kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst.
Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Na gut, dann ist es die Zeit. Dann ist die Zeit zum Aufbruch gekommen. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Okay. Das ist überraschend. Und tschüss. Okay, so kann man auch einen wirklich imposanten Abgang inszenieren. Und da ist der Botschafter. Botschafter Va'atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen, nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Gute Idee. So, wie ist denn die Lage? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Okay. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Mhm. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Das ist blöd. Ja, in der Kriegsführung ganz dumm. Und Kovir? Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug, um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen.
Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Ja, alles, was nicht menschlich ist, hatte ja bei The Witcher immer diesen Rassismus-Touch drauf. Also Rassismus gegen die nichtmenschlichen Völker. Und die anderen waren misstrauisch gegenüber den Menschen. Wie steht es auf Skellige? Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles Schön. Der Tradition entsprechend zu handhaben. Wie ihre Vorväter. Sehr schön. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Okay, das reicht. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Okay, sehr informativ. Jetzt wissen wir, wie der Krieg läuft. Und wahrscheinlich werden wir uns noch auf die eine oder andere Art einmischen dürfen. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Genau. Denn wir müssen los. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Super. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient, Anderlinge. Igloir. Hier gibt's Quests. Ist überraschend. Hm? Ach, Gwind. Nee, Gwind brauchen wir nicht. Gwind ist ja sehr schön, aber muss nicht sein. Nicht jetzt. Das Spiel ist irgendwie... Naja, diese Nebenspiele waren bei Witcher für mich schon immer ein bisschen uninteressant.
Teil 2 habe ich das auch nie gemacht, wo sie sich daher mit dem Würfelspiel sehr viel Mühe gegeben haben. Angeblich. Sieht ja nett aus hier. Was machen die denn hier? Gute Frage. Nächste Frage. Die zerstören irgendein Symbol. Nicht gesprächig. Okay. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nö. Dann verlassen wir den Hof. Gibt ja hier wieso nichts zu tun. Ah ja. Gut, dann geht's ins nächste Gebiet. Die waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja. Ja, das sind ja mal lange Ladezeiten. Gut, wir sind ja jetzt auch praktisch durchs Tutorial durch. Naja, durchs erste Gebiet auch, aber das erste Gebiet ist ja mehr oder minder noch das Tutorial. Jetzt müssten wir in die echte große Welt kommen. Auch wenn der erste Teil auch schon relativ groß war. Und ich da, glaube ich, vieles übersprungen habe. 5 Tage später. Ja, besonders der in der Mitte hängt schon ein bisschen länger. Sieht man. Bisschen abgemagert. Bald haben wir keinen Ast mehr zum Aufknüpfen. Mach langsam. Dieses Dorf hat auch schon bessere Zeiten hinter sich. Nicht so schnell, Plätze. Und deswegen steigen wir mal ab. Und was wichtig ist, weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, wir machen mal ein Speichern. Und gucken mal kurz auf die Karte. Okay. Uninteressant. Okay. In den Wäldern sind Schreie zu hören und Schatten reichen weit. Meide das finstere Unterholz, mein Kind. Naja. Oh, die Frau Hanna ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. Das machen wir doch. Aber zuerst gehen wir in die Taverne, so wie es der Hauptquest momentan fordert. Was willst du? Für die Tür schweißt der blutige Baron.
Sieht nett aus. Nee. Ach was, Questschwierigkeiten. Aha. Spieler gegen Wirte. Mhm. Ja, ja, passt schon. Eigentlich bin ich noch ein bisschen klein für die ganze Aktion. Ich bin ja Stufe 3. Und mit 5 soll man es eigentlich angehen. Es kann sein, dass ich nochmal zurückreisen muss. Oh Gott, die Taverne ist ja so weit weg. Das ist jetzt überraschend. Aber mal die andere Verstellung. Gab es denn hier? Na gut, da waren noch ein paar Orte, bei denen ich nicht war. Ah, vielleicht reise ich auch wieder zurück, bevor ich hier weitermache. Ich gehe trotzdem erstmal in die Taverne. Hol dazu mein Pferd her. Was mal wieder ganz weit weg steht. Los, lauf! Ja. Da lang. Mal ein bisschen schneller. Wie? Priester betet? Ich werde hier aufgefordert zu gehen, weil ein Priester betet. Mit dem reden wir. Was willst du? Juble. Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hin rottet. Das ist nicht richtig. Nee. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, ja. Sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Geld ist immer gut, deswegen... Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier heiliger. Sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Amen, soll Bruder. Den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Okay. Also verbrennen wir noch ein paar Leichen. Und nehmen ein paar Kräuter mit. Aber eigentlich wollten wir jetzt zuerst zur Taverne am Scheideweg. Und da reiten wir auch hin. Die kann eigentlich nicht mehr so weit weg sein. Was? Da schreit er eine Hilfe? Hilfe ist immer da. Feuer und los. Ja, immer. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor.
Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder. Fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Nicht nett. Gut, ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ach nee, wir sind ja nett. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech, da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Ich frage mich, ob das Zufallsquests sind oder ob die immer hier sind. Gut, das war jetzt schon wieder ein Nebenquest, den ich gar nicht machen wollte oder was auch immer. Ich bin immer noch nicht bei der komischen Taverne angekommen. Die muss irgendwo da drüben sein. Und da es mir jetzt nervig ist, ich will ja mal schwimmen. Machen das jetzt ganz elegant und schwimmen einmal rüber. Und gehen dann von hinten rein. Immer dem Sonnenaufgang, Untergang, Papa, Untergang entgegen. Papa, Fremde! Jakob, Hanna, na, Fremde kommen! Flieht so schnell ihr könnt! Was? Flieht? Dummkopf, was tust du? Du kannst sie hier nicht rechtzeitig verstecken. Ein Fremder dort drüben habe ich ihn gesehen. Ihr Gequieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Wir bedecken das Blut mit Sand. Das Blut mit Sand? Was? Hä? Nette Begrüßung. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Ach, das sind jetzt die Fremden. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Prost. Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei... Hey, oh, oh. Warum hast denn du zwei Schwerter? Sieht nicht gut aus. Zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Nett. Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Charmante Leute in diesem Dorf. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Danke, dass du mit diesem Schwein deinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels.
Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Denkbar. Was weißt du denn über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Geschickt. Okay, wir sollen weiterhin nach Hendrik suchen. Das machen wir jetzt aber nicht mehr heute. Ich denke, das reicht jetzt erstmal für den heutigen Tag von The Witcher 3. Ich persönlich brauche eine kleine Pause vom Spiel. Es macht wahnsinnig viel Spaß, also wenn ihr es noch nicht gespielt haben solltet, solltet ihr es mal anfangen oder ausprobieren. Ansonsten werde ich es demnächst weiterspielen und dann könnt ihr wieder zusehen. Ja, vielleicht streame ich heute Abend nochmal, ansonsten wahrscheinlich morgen oder übermorgen spätestens. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.